Seit dem Wochenende wird in der Albrechtsburg die neue Sonderausstellung mit Werken des Künstlers Bruno Griesel gezeigt. Der Maler gehört zu den bekanntesten Vertretern der neuen Leipziger Schule. Die Ausstellung entstand in Kooperation zwischen der Albrechtsburg, der Galerie Leipzig, der Evangelischen Akademie und dem Meißner Dom. Das Thema zeitgenössische Kunst ist für uns ja auch ein wichtiges Thema. Zeitgenössische Kunst haben wir in den letzten Jahren in den Räumen der Albrechtsburg präsentiert. Das wollen wir auch weiterhin tun. Und mit Bruno Griesel haben wir auch einen Maler gewinnen können, der bei uns ausstellt, wo einfach viele Themen Bezug nehmen auf das Haus. Wir haben also beispielsweise der Benno taucht in Bildern wieder auf. Der Benno, der erste Heilige Sachsens, dem wir ja vor 2 Jahren eine Ausstellung gewidmet haben. Das Thema Licht ist ein zentrales Thema auf den Bildern. Licht, was beim Bau der Albrechtsburg hier immer eine Rolle gespielt hat, mit den großen Vorhangbogenfenstern, mit den Zellgewölben, wo sich das Licht reflektiert. All das sind wichtige Themen und werden auch hier abgehandelt. Insbesondere die Kombination von religiösen Inhalt mit Wissenschaft. Das finden wir einfach so genial von Bruno Griesel auch dargestellt, dass wir uns entschieden haben, hier eine Ausstellung ihm zu widmen. Und, das darf man auch nicht vergessen, wir sind im 30. Jahr der Friedlichen Revolution. Und in Bruno Griesel haben wir einen Künstler aus Leipzig gewonnen und einen Künstler, der von seinen Lebensdaten 30 Jahre in der DDR verbracht hat und nun 30 Jahre in der Bundesrepublik. Das ist einfach für uns auch nochmal eine spannende Geschichte, die es zu betrachten gilt. Ja gut, Bruno Griesel ist natürlich in unseren Augen ein sehr toller Künstler. Der sein Handwerk auch wirklich versteht. Er war ja Meisterschüler von Professor Heisig und hat natürlich auch in Leipzig studiert und ist auch ein Vertreter der neuen Leipziger Schule. Ne? Das geht eigentlich zu DDR-Zeiten noch zurück. Ne? Da gab es auch viele, vielleicht ein bisschen renitente Bilder von den damaligen Künstlern. Immer so versteckt, ja, im Hintergrund, in der Bilder drin. Ne? Und dann hat sich natürlich da eine Gruppe von Künstlern getroffen, die extrem gut ausgebildet und auch wirklich Kunst aufs Papier gebracht haben. Ne? Ja. Und es gibt ja schon namhafte Vertreter, Neo Rauch zum Beispiel, ne? Oder der Professor Rink, ne, der jetzt vor kurzem ja leider oder vor einem Jahr verstorben ist. Ne. Das sind schon sehr tolle Künstler. Ne. Ja, also wir haben schon vor über 2 Jahren die Idee gehabt, einmal Bruno Griesel zu gewinnen, hier in der Albrechtsburg Meißen auszustellen. Denn das haben wir als Riesengewinn gesehen, ein Vertreter der neuen Leipziger Schule. Und das ist uns eine große Ehre, dass wir ihn jetzt so umfangreich hierher holen konnten, weil er schon ein spannendes und umfassendes Werk hat. Wenn Sie sich umsehen, werden Sie sehen, dass er hochsinnlich arbeitet, dass er wahnsinnig intellektuell ist, auf Folien der Geschichte, auch der Menschheits- und Kulturgeschichte, der Mythologie und vor allem auch der Theologie arbeitet. Er tut dies mit einem tiefen Ernst, aber er tut dies auch in einer großen Verspieltheit, indem er mit Formen und Farben, aber durchaus auch mit dem Verstand des Betrachters, der Betrachterin spielt. Für die Ausstellung wurden rund 50 Gemälde aus verschiedensten Schaffensperioden des Künstlers zusammengestellt. Darunter finden sich auch einige neue Werke, die im direkten Bezug zum Meißner Burgberg stehen. Also in diesem Raum sehen Sie Pierrot als Licht. Das ist die größte Steigerung meines Pierrots. Pierrot steht für das Weiß, für die Summe aller Farben. Und in seiner Gebrochenheit, in seiner Teilhabe an der Farbigkeit der Welt ist das Fischwunder auch zu verstehen. Das Fischwunder als Moment der göttlichen Offenbarung und der Sukzession der Wiedereinsetzung des Bischofs Benno und somit auch der Schlüssel für ihn wieder für den Dom.
Es sind hier Dinge in Sukzession auf einen Moment beschränkt. Das heißt das Wunder oder Kairos. Kairos ist im Grunde ein Begriff des Augenblicks, aber auch des göttlichen Wunders. Also für mich eine Zeitdehnung. Ich habe sozusagen Dinge auf ein Bild gebracht, die zeitlich nicht übereinstimmen. Der Dom, dieses Gebilde am Himmel, das geht auf Johannes zurück. Also es geht auch nochmal auf das Wort selber zurück, auf den Logos. Und man kann das deuten, dass dieser Logos, also die Schriftzeichen, die Buchstabenzeichen sind hier enthalten und entweder pulsieren sie aus dieser kosmischen Blume heraus oder sie pulsieren hinein. Also ich würde mal sagen, er hat zu Recht die Schlüssel wiederbekommen. Der Reigen des Pierrot aus Licht beginnt mit dem Bild der Streit. Links sehen Sie ein Spektrum von Newton im dunklen Raum und rechts gegenüber die Invertierung des goetheschen Spektrums. Und in diesem Rahmen bewegt sich auch meine ganze Lichtsymbolik. Also es geht um reine Wissenschaft und es geht um Anschauung. Es geht um die Frage, wie weit ist Wissenschaft verpflichtet gegenüber dem Menschen, gegenüber seinen Möglichkeiten. Goethe konnte vieles nicht sehen. Es liegt ja schon eine Weile zurück. Er konnte auch nicht wissen, dass diese Entfernung von der Anschauung zu großen Erkenntnissen wie der Relativitätstheorie und anderen Dingen, Quantenphysik, führen konnte, welches dann jetzt, würde ich sagen, wieder zurückkommt und auch in verschiedenen Formen Anschauung findet. Einfach hier bei diesem Bild, das ist das Finale, sozusagen in der Sonne. Wir haben heute, schreiben dieses Jahr 2019, das ist das Bauhausjahr. Es gab den Herrn Schlemmer und bei Herrn Schlemmer ist nicht die Malerei, die mich fasziniert, sondern das Ballett. Er ist Vertreter des Bauhaus, hatte ich schon gesagt, und es geht um das triadische Ballett. Und wenn Sie hier genauer hinschauen, wenn Sie die Kamera mal richtig ranführen, da werden Sie sehen, dass aus diesem Sonnenrund, aus dieser symbolischen Sonne, die der Pierrot zwischen den Händen trägt, eine Bischofsfigur hervortritt. Aber das ist eigentlich nur ein Spiel der Dreiheit, triadisches Ballett, aber ich habe diesen theologischen Bezug bewusst nochmal hergestellt. Im Dom fand am Sonnabend eine Andacht zur Ausstellungseröffnung statt. 7 Jahre lang sang Bruno Griesel einst selbst im Meißner Domchor. Während der Ausstellungsdauer ist auch hier ein Werk des Künstlers zu sehen. Also ich freue mich, dass wir nun schon zum zweiten Mal gemeinsam mit der Albrechtsburg eine Ausstellung zusammen eröffnen. Bei Benno war das so, jetzt ist es bei Bruno Griesel so. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam die Eröffnung hier im Dom beginnen mit einer Andacht. Und das Besondere dieses Jahr ist, dass wir sogar ein Bild von Bruno Griesel hier im Dom haben. Dieses Bild mit dem Titel Johannes der Täufer hat natürlich tiefe religiöse Wurzeln. Und überhaupt die Bilder von Bruno Griesel haben ja an vielen, vielen Stellen tiefe Symbolik aus der Bibel, biblische Aussagen, die er malerisch verarbeitet hat. Die Motive passen natürlich in die Bilder des Domes in einer wunderbaren Weise. Wir haben ja in dem Dom eine ganze Reihe von Bildern, Reliefs, von Plastiken. Und jetzt noch mal so eine Anregung zu bekommen, ich denke, das wird auch die Besucher ganz neu wieder mal den Dom nahebringen. Aktuell wird in der Evangelischen Akademie die Meißner Schreibwerkstatt durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine kreative Tagung, bei der die Kunst mithilfe der Sinne erkundet wird. Die Sonderausstellung des Malers der Neuen Leipziger Schule, Bruno Griesel, kann noch bis zum 10. November in der Albrechtsburg Meißen besucht werden.